Ich begrüße euch zu einer Folge Pokémon Rubin Random Mice und das Sub Challenge. Wir sind in der Granithöhle, um Troy zu treffen und dort steht er auch schon. Hallo, was gibt's? Hä? Ach, ich hab wieder auf B gedrückt anstatt auf A. Ich hab mich gewundert, wieso redest du jetzt nicht? Hab ich aus Versehen umgetreten, dann kam Pokémon, das war wieder klar. Egal, so, jetzt. Jetzt lieber Troy, jetzt reden wir, ja? Und dann kann ich den scheiß Brief geben und nach Grafipozeti reisen. Genau. Wundervoll. So. Dieses Ding, das du da trägst, das ist ein Pokénuff. Wenn Trainer, die ein Pokénuff besitzen, gegeneinander kämpfen, wird das Ergebnis hier gespeichert. Oh, entschuldige, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Troy. Ich sammle seltene Steine, daher gehe ich immer mal wieder auf Reisen. Oh, ein Brief für mich? Ja, hier, den habe ich für dich und den soll ich übergeben. Okay, danke schön. Du hast all die Beschwerlichkeiten auf dich genommen, um ihn hier zu bringen. Ich muss mich bedanken. Ehrlich, ich werde dir diese Themen geben. Sie enthält endlich mit Attacke. Stahlflügel. Oh, nice. Das ist sehr gut wiederum. Deine Pokémon sehen recht talentiert aus. Wenn du fleißig trainierst, wirst du vielleicht eines Tages der Champ der Pokémon-Liga. Das ist meine Meinung. Nun muss ich mich aber wirklich beeilen. Ja, tschüss. Bis später, ist kein Problem, dass du gehen musst. Ich habe mich auch keinen Bock auf dich. Ah, Pokémon. Ein Quapsel. Oh, süß. Selbst das wäre mir lieber gewesen als dieses dumme Elektroball aus dem letzten Part. Das ist doch dumm. Ganz ehrlich. So ein geiles Quapsel, was ich dann zu Quapwo weiterentwickeln kann oder auch zu. Dem anderen Ding da. Habe ich ein Fluchtseil oder sowas? Das wäre jetzt ziemlich hilfreich. Fluchtseil. Nein, habe ich natürlich nicht. Wieso sollte ich auch ein Fluchtseil haben? Das ist ja auch dumm. Wieso setzt man Fluchtseile ein? Die sind ja überhaupt nicht voll nützlich oder so. Da bist du wieder. Dich habe ich schon gefangen, du. Bah. Ich sag nix. Bam. Jetzt geh weg. Ich habe keine Lust mehr auf dich, weißt du das? So. Dann können wir diesen Weg hier wieder zurückgehen. Der überhaupt nicht langweilig oder nervig ist oder so. Nein. Okay, er ist wirklich nicht nervig. Er ist voll okay. Oh, ein Sonnenflora. Das ist eins der schlechtesten Pokémon ever. Nein, also seine Vorbildung in Sonnenkern ist echt ziemlich schlecht. Ich glaube, dass das Pokémon den schlechtesten Status werden. Aber Sonnenflora ist halt okay. In irgendeiner gewissen Weise. Ist es noch okay. Ich glaube, da ist mir dieses Voltoball schon lieber als Sonnenflora. Ich sehe es schon kommen. Irgendwann werde ich einen Sonnenkern fangen. Ich sehe es schon kommen. Das wäre wieder so typisch für mich. Ich sehe es schon kommen. Ja. Und dann gibt es da bestimmt so Pokémon wie Putalanda oder was weiß ich, die Vorbegriffe von Putalanda oder so. Und all sowas. Und ich bekomme dann so ein Flora. Das wäre wieder typisch für mich. Oder ein Carpador. Ich bekomme ein Carpador an so Orten, wie es. Oder wo es. Keine Ahnung. Was weiß ich, gibt. Irgendwelche starken Pokémon halt. Aber wäre auch ziemlich cool gewesen. Wieso konntest du nicht auftauchen, als im letzten Part das Pokémon gefangen habe? Aber das ist doch dumm. Weißt du das? Das wäre voll cool gewesen, so eine geile Schlange zu haben, anstatt so ein, ja. Anstatt so einem. Ball, genau. Einen Ball. Jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen. Das wäre voll cool gewesen, aber nein, ich habe diesen dummen Ball bekommen. Ja, genau! Willst du mich eigentlich verarschen, Registiel? Natürlich. Natürlich. Klar. Logisch. Und was bekomme ich? Ein Voltoball. Muss ich eigentlich dazu noch. Oh. Irgendwas sagen? Irgendwas? Irgendwas sagen? Das ist doch dumm. Mann. Na, wobei, ich muss auch sagen, ich bin mit meinem Pokémon bisher voll zufrieden. Ist alle voll cool.
Bis auf Voltoball! Nein, Spaß. Das Voltoball ist auch super. Jetzt kommt bestimmt wahrscheinlich noch ein Crowdon oder so. Das wäre witzig gewesen. So, jetzt letztes Jahr finde ich Raichu. Ich habe hier wichtige Sachen zu erledigen. Ich muss nämlich schnell hier raus, um dann nach Grafi Porzelli zu fahren. Genau. So, ich heile ein Pokémon Center und so. Genau. Und dann können wir auch wieder Voltoball ein Team rauspacken. Zumindest vorerst. Wer weiß, vielleicht stirbt irgendwann irgendwas und dann kommt es vielleicht rein. Aber bevor ich Voltoball reinpacke, packe ich sowas wie Seemobs rein, also Mopsy oder so. Ja, ja. Jemand ins PC. Ja, ja, ist gut. Bla, bla. So, hallo Suicune. Du willst doch bestimmt wieder mein Team zurück, oder? So, hier. Nee. Viel Spaß, Voltoball. Mit den anderen Pokémon auf der Box. Und tschüss, Schwester Joy. So, und jetzt ab nach Krabi Pozetti. Ahoi, für dich täglich zu jeder Zeit überall hin. Nur mein Freund Brunnen soll es geben. Krabi Pozetti. Krabi Pozetti soll es sein. Auge gelichtet. Pokémon Schatz für Siege, besetzen Segel. Sehr schön. Hier haben wir schon ein Pokémon gefangen auf 107. Mit der Angel 108. Hier könnten wir noch immer ein Pokémon fangen. 109. Da können wir noch immer eins fangen. Okay, jetzt wahrscheinlich. Oh, wir haben Crash Potato angelegt. Ich vermute, du gehst jetzt zu Captain Brick und bringst ihn die Devon-Waren. Ja, wahrscheinlich. So, fangen wir direkt mal ein Pokémon. Ups, das war ich nicht. Das war dumm. Jetzt bin ich gespannt. Was bekommen wir Schönes? Ich bin gespannt. Yes! Ich habe ein Pokémon erhalten. Was ist es? Ah, Knuddelduff, okay. Naja, hätte besser sein können, denke ich mal. Aber gut. Ein Knuddelduff soll es sein. Dann komm mal her. Ich will dich knuddeln, liebst Knuddelduff. Ich will dich knuddeln, bis du platzt oder so. Kann ich mir halt bei dem Viech voll gut vorstellen. Das kann ich mir auch irgendwie voll gut vorstellen, als so eine Piñata auf dem Kindergeburtstag oder so. Was weiß ich. Okay, über was rede ich hier schon wieder eigentlich? Was ist WTF? So, wo haben wir denn hier mit die Bälle? Ich werfe den Ball. Ich glaube kaum, dass es in einen normalen Pokéball reingeht. Ja, wobei, kann schon sein, was weiß ich. Und klick. Sehr schön. Wundervoll. Knuddelduff, du bist mein. So. Wundervoll. Was weiß ich? Ich nenne dich einfach Knuddi. Ich bin wieder voll kreativ, ich weiß. Ich weiß, so. Ja, häng da einfach fest, Maike ist gut. Ich meine Marvina, du heißt Marvina, ich meine nicht Maike. Hi, was hast du für Pokémon lieber? Captain, Typen, ja. Ein Goldini, ach wie süß. Level 14, alles klar. Das verarbeite ich einmal schnell zu Fischfutter. Wobei, es macht keinen Sinn. Es ist ein Fisch und ich verarbeite es. Ach, egal, meine Äußerungen machen eh nie Sinn. Ach ja. Wie heißt du? Ich weiß nicht, ich habe irgendwas mit T, glaube ich, gesehen. Egal. So, ich pack wieder Daxi nach vorne einfach. Nein, was kannst du ein Schönes? Okay. Einfach, weil das EP braucht. Und danach ist Vikun dran. Ja. Wir brauchen ganz lange, um unsere Sandburg zu bauen. Ihr steht ja drum rum und baut. Ne, egal. Das schenke ich dir. Oh, danke schön. Pudersand. Wundervoll. Werde ich zwar eh nie irgendwie brauchen oder so, aber was soll's. Kämpf mit mir. Ja. Bitteschön. Oder so. Na, lieber Ingo. Okay, Monty heißt du nicht Ingo. Schade. Du siehst aus wie ein Ingo, finde ich. So, gut, dann wechseln wir zu Flieger. Das sollte gut sein gegen einen Blutzug. Hallo Blutzug. Ich glaube, Blutzug hätten wir auch mal haben können, oder? Ich glaube schon. Und wieso wollen die alle Aussetzer einsetzen? Aussetzer einsetzen. Das ist auch so ein Satz. Oh Junge, so.
Gut, bis später, Blutzug. Das war ein spannendes Treffen. Ich hoffe, du kommst nie wieder oder so. So, Dax 7, das ist wundervoll. Das war mein Ziel. Milotic. Milotic? Okay, das könnte zum Problem werden. Kraftprotz, dass du legst, weil du das stärkste Pokémon bist. So. Milotic. Hallo. Du hast hoffentlich Bock getreten zu werden. Ja, hast sehr viel Bock dazu. Oh Junge. Das war super. Pantimos. Ja, ich werde wechseln und zwar zu Daxi. Mein kleiner süßer Daxi. So. Schau gerade mal so nebenbei. Ich habe 4 WhatsApp-Nachrichten. Spannend. Das interessiert euch auch voll. Ich weiß, dass. Oh, in der Gruppe wird gerade über mich geschrieben. Das interessiert mich gerade. Um was geht's denn da? Das interessiert mich gerade. Ich habe nämlich gerade mein Namen gelesen. Was hast du getan? Der Legal zu interessant. So. Mein war Fußtick bei wieso nicht? Scroll mal runter. Was wird denn hier so spannendes für mich geschrieben? So, was? Ja, was auch immer. So. Marvin trägt keine Schuld, aha. Gebt Marvin die Schuld. Aha, interessant. Spannend. Was passiert? Oh, das könnte wehtun. Okay, nein, tut's nicht. Wundervoll. Fußkick, würde ich einfach sagen. Aha. Okay. Alles klar, wundervoll. Daxi Level 8, toll, toll, toll. So, wundervoll, Monty besiegt. Wundervoll. So. Gut, da, so viel dazu. Hallo kleines Kind, du willst doch auch bestimmt besiegt werden. Ich bin durstig! Ich kriege einen Strand über mein Sprudel kaufen! Dann machst und meckere nicht rum, dass du durstig bist, ganz ehrlich. Wenn du Durst hast, dann mach was dagegen und. Makuhita, oh, hi. Das sollte ja kein großes Problem sein. Wir haben ja ein gutes Mittel dagegen. So. Überwurf, tut nicht weh. Tut nicht weh. Schnabel bis einmal schnell. So, wundervoll. Oh, er soll nicht besiegt, okay. Schade. Schade, schade. So, er pumpt sich auf, wundervoll. Und tschüss, würde ich mal so behaupten. Makuhita. Ja, wo waren wir? Ich war gerade auf WhatsApp unterwegs, nur mal so nebenbei. Beziehungsweise Telegram eigentlich. Das war Telegram, nicht WhatsApp. Erst war ich auf WhatsApp unterwegs, weil da wer aus dem Real Life geschrieben hat, das war wichtig. Und dann habe ich nochmal auf Telegram geguckt, weil da irgendwie über mich geschrieben wurde. Eine riesige Blume, ein Sonnenschirm, finde ich irgendwie nicht klar. Es ist irgendwo sieht schon so ein bisschen aus, aber Blumenblätter haben ja schon auch so eine bestimmte Form und das da ist einfach nur ein Kreis. Ja, eher nicht. So, Daxi. Willst du vielleicht mal dich versuchen gegen das Viech? Eventuell wird's ja was. Es kann Innoheuler scheinbar. Unwahrscheinlich rechte Hand oder so. Kann zumindest sein. Na, ist nicht so viel Schaden. Ich wechsle es lieber aus. Und zwar zu Spooky, oder? Ach komm, Spooky. Das ist jetzt schon. Du brauchst mal ein bisschen Training, Spooky. Auch wenn du schon. Guck mal, er ist sogar kurz vorm neuen Level. Das ist doch wundervoll. Ja, wundervoll. Okay, lecker. Das sollte noch ein bisschen Schaden machen. Ja, so, okay, es war ein Futtertrauer, aber gut. Ist trotzdem ein bisschen Schaden. Ist trotzdem ein bisschen Schaden. So. Oh, okay, er ist paralysiert. Sehr schön. Wundervoll. Und damit, mit der Attacke sollte es tot sein, oder? Ja, wundervoll. Tschüss, Plusse, schönen Tag noch. Und Dax hier recht Level 9, wundervoll. Und Spooky Level 16, wundervoll.
Fluch. Fluch brauche ich eigentlich nicht. Nee. Ja. So. Flurmel. Okay, Flurmel. Daxi. Einfach, weil, wieso nicht? Weil EP und so. Wundervoll, so. Planschalula. Toller Name, lieber Planscha. Toller Name, genau. So, das sieht sogar gut aus, Daxi. Das sieht sogar gut aus. Ja. Und das war's noch für Flurmel. Sehr schön. Gut gemacht, Daxi. Gut gemacht. Das gibt einen Daumen hoch von mir für dich. So, und wo wir schon dabei sind, könnt ihr mal einen Daumen hoch auf das Video geben. Eigentlich hasse ich, wenn man solche Witze in so ein Video einbringt. Für Daumen hoch, Geberei und so weiter und so fort. Eigentlich hasse ich das, aber gerade hat sich's angeboten. Deswegen musste ich's sagen. Was hast du gerade gesagt? Jo, Trainer, ist eine Eile? Müsst ihr fort? Erfrischt euch doch an Papas Ort. Aus dir wird später mal ein richtig, richtig krasser Rapper, glaube ich. So, ja. Was? Oh, okay, hi. Du willst scheinbar ein bisschen kämpfen. Hier, okay. Die EP können wir gut mitnehmen, denke ich mal. Die können wir gut in unsere Pokémon investieren. Amoroso. Reto. Was ist ein Reto für ein Name? WTF? Reto. Reto. Noch nie gehört den Namen. Reto. So, jetzt müsst ihr wissen, ich glaube, du bist Gestein, oder? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Du bist auf jeden Fall ein Fossil-Pokémon. Also, wenn du Gestein bist, dann ist Kraftprotz eine gute Wahl. So. Ja. Sehr effektiv, sehr schön. Und ein Volltreffer noch dazu. Das ist doch eine gute Investition. Nee, ein falsches Wort. Eine gute Sache einfach, sagen wir so. Was? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wer es war. Ups. Ich habe gerade geguckt, wie lange das Video war, deswegen. Ich wechsle einfach zu Daxi und dann kann ich gleich entscheiden, wen ich rauspacke. So. Daxi. Es ist Kokowai, okay. Ja, da hilft Flieger, denke ich mal. Da hilft Flieger. Es wurde gerade schon wieder mal so an mich geschrieben. Ich kriege immer oben die kleinen Benachrichtigungen, deswegen. So, Schnabel, Bams. So. Okay. Marvin geht da oben, Ständer. So habe ich Benny eingespeichert, nur mal so nebenbei. Weil seine Autokorrektur mal aus Marvin Garderobenständer gemacht hat, wie so auch immer. So. So, Bams. Okay. Das war Kokowai, denke ich mal. Was kommt als nächstes? Ich bin gespannt. Also, das ist gerade eine voll spannende Folge hier, ich weiß. Ich gucke nebenbei auf Telegram-Chats und währenddessen spiele ich Pokémon, ein Schaloko. Das wird. Da kann Flieger draußen bleiben. Das wird kaum Widerstand leisten hier. Hallo Schaloko. Schaloko heißt du. Und tschüss Schaloko, werde ich mal sagen. Nein! Hast du überlebt, Schaloko? Boah, bist du krass. Boah, bist du krass, Schaloko. Bist du krass. Meine Güte. Das ist schon ein krasses Ding, Schaloko. Ja, ja. Ah ja, okay, wundervoll. So, besiegt Matrose Reto. Sehr schön. Das war ein heißer Kampf, ja, es war ein heißer Kampf. Der war genauso heiß wie dieses Mädchen hier, genau. Nee, eigentlich nicht. Grünhaarige sind eigentlich nicht so mein Fall. Und jetzt, wow, du hast die Fähigkeit, in wenigen Sekunden dein Aussehen zu wechseln oder was? Das ist eine tolle Fähigkeit. Kann ich die mit auch haben? Das wäre voll krass. Stell euch das mal vor so. Ihr steht so auf der Straße und denkt euch so, jetzt wäre ein blauer ganz cool. Dann schnippt mit dem Finger und plötzlich
Ja, werden eure Haare blau. Ja, das wäre ziemlich cool. Ja, ja. Aber ja. Habe ich gerade Straße gesagt? Ich meinte eigentlich Stadt, nicht Straße. So. Okay, ich glaube, Tanne ist hier keine so gute. Ja, das kann schief gehen. Ja, sehr sogar. Sehr sogar. Ich dachte, du hast irgendeine Fähigkeit, die deinen Status hält oder so. Egal. Dann wird das wohl Spooky erledigen hier, denke ich mal. So, Spooky, dein Job. Let's go, Spooky. Du hast jetzt hier die Aufgabe zu strahlen. So. Das war die falsche Attacke. Ich bin genial. Wieso bin ich so dumm? Ich habe mich verdrückt. Tut mir leid. Das war... Oh, nein. Das war Dummheit. Das ist einfach Dummheit. So. Liebes Spooky, würdest du bitte jetzt Dankeschön. Und bitte bring es um. Oh, das ist ja gar nichts. Dann wechsle ich lieber zu Kraftprotz. Oh, und Daxi hat ein Item. Das ist mir vorhin schon aufgefallen, aber ich habe es nicht mitgenommen, weil ich dumm bin. So, Kraftprotz. Das wehe, du wirst jetzt auch paralysiert. Dann werde ich aber ganz... Dankeschön. Fuchtig. Und tschüss. Einfach was. Wundervoll. Wundervoll. Das ist doch... krass. So. Cordula. Tschüss, Cordula. Das war brandheiß. So gefällt sie mir schon. Mit grünen Haaren irgendwie. Das sieht einfach genau überhaupt nicht so aus wie die gegen die wir gerade gekämpft haben. So. Ich will jetzt zeigen, treue Pokémon sehen. Ja. Zeig mal her. Jetzt hast du bestimmt irgendwie in Crowdon oder so und machst mich voll fertig. Weil mehr. Das ist schon ein gutes Ding. Ich hab schon das Item vergessen mitzunehmen. Weil mehr schon ein gutes Ding. Aber du kannst nur Platscher, okay? Weil Lotus ist halt noch viel besser. Vor allem, weil halt Weimar jetzt hier gerade nur Platscher kam. Scheinbar zumindest. Sonst würde es wohl kaum Platscher einsetzen. Ach komm, dieser eine Balken da. Okay, eigentlich sind es zwei Balken. Oder so, keine Ahnung. So. Wundervoll. Level 12, sehr schön. So, was kommt als nächstes? Ein Zwirrclub. Das ist eine gute Frage, was ich dagegen mache. Suicune, kannst du dagegen was ausrichten? Irgendwie. Kann er sein? Wer weiß. Maybe. So. Ja, ich wusste, dass das effektiv ist. Eigentlich habe ich es nur vermutet und ich wusste es nicht. Und habe es einfach auf gut Glück eingesetzt. Und es war wirklich so. Es wäre jetzt voll cool, Dankeschön, wenn du nicht auch jetzt einsetzen könntest, weil das wäre unglaublich uncool. Jetzt bitte schreck nochmal zurück. Dankeschön, Zwirrclub, ich liebe dich und tschüss. So, und das war's, oder? Hast du noch ein Pokémon gehabt? Ich weiß nicht genau. Level 9, sehr schön. Und fast Level 10. Plancha Simon. Ich hab verloren, aber ich heule nicht. Doch, du heulst. Ich sehe ja schon eine Träne runterkullern. Ich sehe schon, guck mal. Da, deswegen sind diese blauen Striche, das sind deine Tränen. Alles, genau. Du bist brandheiß. Naja. Gut. Ich würde sagen, wir sind im nächsten Part von, ich wollte gerade Dragon Quest 9 sagen, wie es auch immer, von Pokémon Rubin wieder, wo wir dann Graphiport City erkunden werden. Bis dann und ciao. Euer Vero, tschüss. Und Maike versteckt sich so ein bisschen. Oder Maike sonst jetzt hier so ein bisschen. Sie legt jetzt auf eine Liege hier. Und sonstig. Bis zum nächsten Part. Bis dann und ciao. Bye, Bro. Tschüss.